So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX kämpft weiterhin mit der 10.000 Punkte Marke. Er konnte, kleinen Moment, hier im Stundenchart liegt die Marke bei 10.010 Punkten. Würde auch heute Vormittag noch nicht erreicht, das Limit. Und im hier im 5-Minuten-Chart sieht man es auch deutlich, wie oft er hier an der 10.010-Punkte-Marke immer wieder abgeprallt ist. Also hier wartet man auf Stundenbasis und eben wie hier auf Tagesbasis eben noch ein Kaufsignal. Was eben heute noch wichtig ist, sind gut hier die Verbraucherpreise, 13.30 Uhr. Und natürlich, was viel wichtiger ist, wieder der FED-Zinsentscheid. Und ja, die Pressekonferenz eben anschließend, was dann noch eben gesagt wird. Also meistens wird ja erstmal direkt dort irgendwas belassen, aber eben dann die Aussagen, die eben an der Pressekonferenz getätigt werden, die bewegen dann zurzeit den Markt mehr. Gleichzeitig sind halt hier noch, oder kurz vorher sind noch Rohöllagerbestände zu vermelden wieder. Deshalb gibt es eben nachher einige Änderungen an den Setups, die aktuell schon laufen. Zurück kurz zum Dow Jones Setup. Hier war eben der Grund, die zwei Kerzen im Stunden- oder auch im 4-Stunden-Chart war hier eben zweimal ein Antippen drinnen. Deshalb wurde ja auch gestern ein Kauflimit gesetzt, das was relativ schnell aktiviert worden ist. Und anschließend zog ja der Dow Jones schön nach oben. Teilverkäufe wurden bei 17.200 getätigt und eben bei rund 17.230. Wer jetzt hier noch investiert ist, bislang gab es im Prinzip kein richtiges natürlich Verkaufssignal. Mir ist es jetzt aber zu gefährlich, eben bis 19 Uhr sowieso die Position zu halten. Und wer aber jetzt noch investiert ist, kann hier den Stopp in den Bereich 17.215, 215 vielleicht legen oder noch ein Stück enger sogar. Ja, bis auf diesen Absacker wurden eigentlich, ich meine, das Tief wurde natürlich auch gekauft, aber sonst, wie man sieht, jede Konsolidierung endete eigentlich relativ flach und sofort stieg eben der Dow Jones auf neue Höchststände an. Also hier wäre dann im Prinzip das Gegenteil, aber das lasse ich heute Nacht aus. Wenn jetzt hier im Prinzip unter dieses letzte Tief, beziehungsweise unter das komplette Unterstützungsband, 17.077 rund, nimmt man hier noch den EMA 200, also einen Schlusskurs auf Stunde, unter 17.070, der dürfte jedenfalls dann, und das sollte zu Verkaufsdruck dann führen. Aber da liegt man natürlich auch jetzt über 200 Punkte tiefer. Deswegen hat es jetzt gar keinen Sinn, auf dieses Verkaufssignal erstmal zu spekulieren. Weil die Volatilität kann das natürlich auslösen, Intraday. Und wenn man es auf Schlusskursbasis nimmt, kann auch dann der Markt schon viel zu tief sein. Deswegen ist es aktuell hier, der Dow Jones lasse ich also erstmal links liegen. Im DAX ist natürlich auch so die Sache, wer jetzt hier halt mitgeht, muss am Rechner sein und den Stopp dann auch eng am Markt noch zu platzieren. Aktuell wäre halt hier das Tief etwa bei 9.900 Punkten dann zu nennen als Stopp. Aber
Wie gesagt, man muss es nicht machen, das Kaufsignal jetzt. Mir ist es hier eben wegen der Nachrichtenlage ein bisschen zu riskant. Beim Forex-Markt wurde eben Nachkauf vom australischen Dollar US-Dollar getätigt. Das zweite Kauflimit würde heute nicht auch erreicht. Deswegen wird das jetzt gestrichen. Und den Stoppkurs, ja, auf Schlusskursbasis, ja, entweder auf 4 Stunden oder auf Tagesbasis, ist es dann eben nach gut 19:30 Uhr, 20 Uhr wäre, glaube ich, hier dann die nächste 4-Stunden-Schlusskerze. Ja, ein bisschen schwierig. Muss ja jeder selber entscheiden. Ich gehe auf Tagesschlussbasis, setze ich den Stopp höher an dieses, ja, Unterstützungslevel, sage ich mal hier. Noch ein Stück tiefer. Aber auf Schlusskursbasis sind dann 10 Pips auch egal. Entweder hält, sage ich mal, die 0,74 Marke oder eben nicht. Also einfach hier hochsetzen. Ist eh nur die halbe Position erstmal. Und man muss eben schauen, ob es hier gleich wieder Druck nach oben gibt. Also hier zweite Kauflimit streichen, Stopp deutlich anheben. Im Silber ist eben auch so eine Sache, wie das die 15,20 Punkt genau erreicht. Hier wird auch auf jeden Fall das Kauflimit gelöscht, das zweite. Und den Stopp auf Schlusskursbasis, definitiv auf Tagesschlusskursbasis, eben dann hier an das letzte Tief auch hochgelegt. So, das waren die zwei wichtigen. Evotec ist nicht viel passiert, das bleibt so wie es ist. Morphosis, ja, kann glücklicherweise heute gut 5% zulegen, nachdem es gestern eben unerwartet nach unten ging. Nach dem neuen Hoch sollte man den Stopp eben auch versetzen. Im Prinzip kann man hier auf Einstand, der war ja auf 38 oder knapp unter der 39-Euro-Marke, da dürfte dann nicht mehr viel passieren, wenn man den direkt hier hinsetzt. Natürlich ein Abwärtsgap kann immer passieren, aber ja, sollte nicht der Fall sein. Dann nur noch kurz zu Palladium. Gab es noch kein Kauflimit, und zu Öl wird eben auch das Kauflimit gestrichen. Das war's. Danke fürs Zuhören. Bis später.